Ich habe den Eindruck, dass hier angefangen wird, nicht mit dem Anhäufen von Wissen, sondern mit dem Warum. Der Zustand der Welt treibt mich an. Seitdem ich denken kann, treibt mich Gerechtigkeit an. Dann hat es bei mir Klick gemacht, es war wie so ein Aha-Erlebnis, dass es da noch eine viel größere Anzahl an Möglichkeiten gibt, Ökonomie zu denken. Alle Menschen, die hier sind, haben ein Anliegen. Also die sind hier, weil sie die Welt verändern wollen. Veränderungen zu bewirken in unserer Gesellschaft, die so dringend notwendig ist. Und dass es eben nicht nur diese Ausbildung ist, sondern wirklich Bildung, die von innen herauskommt, weil einen Themen wirklich interessieren. Die tiefe Auseinandersetzung mit Fragen, die uns bewegen müssen. Und zu gucken, welche vielfältigen Perspektiven brauchen wir denn? Was muss einfließen darum, um Wirtschaft umzudenken, um Gesellschaft umzugestalten? Und ich sage immer, Gesellschaftsgestaltung geht nur gemeinsam. Ja? Und es ist eine Augenhöhe und wir sind in einer Situation, wo wir Alten nicht mehr sagen können, was die Jungen sozusagen tatsächlich machen sollen. Die Gruppengemeinschaft hier an der Cusanus, die ist auf jeden Fall intensiver. Unglaubliche Kreativität hier an der Hochschule. Auch ProfessorInnen ernst zu nehmen und ernst genommen zu sein und dann auch wirklich tatsächlich tief in die Diskussion zu gehen. Dann kann man selbst in eine ganz andere Position gehen, die Welt, wie sie heute ist, zu betrachten. Und ich wünsche mir natürlich, dass auch unsere Studierenden tolle Wirkungsfelder finden. Ich schätze an der Cusanus Hochschule am meisten die Gestaltungskraft der Menschen, den Glauben an Veränderungen, also dass wir Spitzenforschung interdisziplinärer, transformativer Art mit wirklicher Bewegung und Veränderung verbinden können.